Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed! Hier! Okay, wir sind hier in Alexandria. Also jetzt nicht in Alexandria, sondern in hier. In Nomos Komos, Nomos Ganodos und hier ist Alexandria. Alexa. Haben die Griechen? Die Ägypter Alexa erfunden? Wer weiß. Okay, ist egal. Wir werden auf jeden Fall jetzt zu einer Nebenmission gehen. Jo. Mich ist das der. Das ist ein Pferd. Ach, da. Muss ich fahren? Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die aus dem Weg! Pass auf Hindernisse auf! Ikarus war der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Ikarus geliebt. Er war sein Lieblingsfahrer. Was ist das jetzt für ein Zeigen dir meinem Vater dein Naturtalent. Oder mich greifen jetzt gleich Leute an. Das könnte mir nur. Du hast ein Händchen dafür! Oh, durchs Wasser. Und ja, Alonso hier auf Platz 1 der Ferrari. Wenn du für die Grünen fährst, werden die Hippodrom gewinnen können. Big Mana hier jetzt auf der geraden Linie durch die Kurve in das Ziel vielleicht noch rein. Nein, da ist es noch immer nicht das Ziel. Und wir haben einen Magi, wir haben einen Zivilist und da muss er wenden. Er hat die. Welch Tempo! Gibt es nicht. Flug! Was ist da los? Da stimmt was nicht! Wow! Nikias! Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sind ihre Pferde, ey! Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen! Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab! Für die Grünen! So. Haltet die Augen offen. Vater liebt dieses Pferd mehr als mit. Ich hab mir einfach mal irgendein Pferd genommen. Ich weiß auch nicht, ob das für Philokrates! Mein Pferd ist. Für Saganaki! Also, ob ich das darf. Ich hab's mir einfach mal genommen. Folge. Wie heißt der Nick? Nikias. Nikias. Verharmlosung von Niklas. Das ist der Weg der Ochse. So. Und wer es ja noch nicht weiß, ich bin ja ein leidenschaftlicher Assassine. Und ich reite auch. Ja, Kunstspringreiter bin ich. 20 Jahre lang gewesen. Also habe ich mit 2 angefangen. Ja. Meinst du, das Fett geht jetzt unter Wasser? Ist ja gar nicht so tief und jetzt greift uns ein Krokodil an. Das wäre doch was. Wir müssten in der Nähe sein. Auf Jagd? Für Ikarus, die Grünen von Prasina. Für die Grünen! Ja, ich habe jetzt auch übrigens bessere Waffen. Ja, ich habe mir ein bisschen gespielt. Ich nehme jetzt nicht immer auf, sondern ich mache immer mal so und ich habe jetzt bessere Waffen. Ich habe meine Klinge, ich habe ein richtig gutes Schwert. Ich habe. Also eigentlich. Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge! Wir haben den Magi bei uns. Alles wird gut. Wer sind die Banditen? Ja, ich muss wieder hier alles machen, oder? Abschaum, der für die Blauen arbeitet. Wir haben den Magi bei uns. Ganz sicher. Die werden wahrscheinlich gar nicht kämpfen, sondern ich muss. Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das aber sein? Eine schöne Landschaft ist das. Hier Banditen würde ich mich im auch Süden. Hingehen. Erinnert mich so ein bisschen an Mafia 3. Die Sumpflandschaft. Was? Aber egal. Ist das dein Ernst? Das erzählt man. Weit. Was macht ihr denn da, ey? Das ist doch noch voll weit hier. Zack, zack, zack. Ich muss niesen. Ja!
Beschützt den Nep! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Der Nep ist getroffen! Schnell! Ich werde euch töten! Ach so! Warte mal, ich darf noch gar nicht rennen. Irgendwo hier muss was sein. Und ich fliege jetzt mit meinem Adler. Wunderschön daher. Dann sehen die das. Alter, hat mich das jetzt gefickt hier. Aber ich bin ja auch ein Assassine. Ich bin ja Vollzeit-Assassine. Ich weiß nicht, ich weiß. Es gibt ja einen Unterschied. Es gibt ja einmal die Teilzeit-Assassinen und es gibt die Vollzeit-Assassinen. Ich wurde als Vollzeit-Assassine angestellt, ja? Meine Nase putzen. Ein Vollzeit-Assassinen ist das Problem. Wir müssen alles machen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Komm her. Wenn wir Bratwachse grillen, fängt die Stimmung an. Na, 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 na. Du da, halt! Moin da hinten. Empfohlene Stufe 17. Ach, 17, ey. Ach, das krieg ich ja mal locker hin, ey. Ach, nee, 17. Na komm her, mein kleiner Wurstknödel, du. Los! So. Und du auch noch. Komm her. Ich werde dich assassinenmäßig untertauchen. Der will bestimmt auch noch. Zack und Rinder! Alter Level. Level 17, ja? Ich habe ja wohl besseres Aim. Jetzt könnten beide kommen. Das ist ein Problem. Ich glaube, der dreht sich dann um. Da ist nur er. Zirk und weg mit dir, ey. Pfeile nehmen und. Der letzte Huren. Letzte, liebe Mensch. Und auf sie 10.
Easy. Level 17? Ich glaube, ich sollte trotzdem mal gucken, ob da nicht ein paar Feinde sind. Weil da wir hier sind. Da ist noch einer. So. Aber bevor ich das mache. Assassine! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Kann doch nicht so doof sein, dass er jetzt einer durchkommt. Mann, er wird jetzt kommen. Er wird jetzt zu mir kommen. Er wird jetzt zu mir kommen. Schlitz! Noch einer? Komm her, komm her, komm her. Wie dumm. Wie dumm eigentlich. Ja? Hier reinlocken. Zack. Was denkst du dir dabei? Komm her, komm her, komm her. Komm her. Ich werde dir deine Gewehre raussuchen. Und. Nix! Icarus wird euch nicht helfen, nur. Zack, zack und down. Easy. Ja, komm her. Sei still. Ich bringe dich zurück zu deiner Mutter. So. Gehen wir nach Hause. Warte, Medjay. Die Schlappschwänze haben eine Büste von Icarus gestohlen, die meine Mutter... Sie haben sie in den Fluss geworfen, um sie zu ent... Was? Brüste soll ich bergen? Oh, ich muss jetzt auf ein Schiff, kann das sein? Ich habe gedacht, ich darf. Weil ich möchte dich nicht auf mein Schiff sagen. Blut ist übrigens das Wasser ein bisschen voll, finde ich nicht so geil. So, kann der auch lenken? Selbst im Tod fasst du ihre Leidenschaft an. Wir bringen dich wieder zurück. So, Selena, Helena. Ja. Komm her. Das ist wie mein Traum, Captain. Wirklich. Erinnert ihr euch noch? Schiffssimulator? Ja, ne? So, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. So. Aber warte mal. Ich bin ja jetzt in der Stadt. Freut es. Gib den Weg frei. Darauf nähern wir. Gib Leon. Hallo. Medjay, du
Du hast meinen Sohn gerettet. Ich stehe tausendfach in deiner Schuld. Bitteschön. Aber nächstes Mal nicht so viel trinken. Ist nicht gut für die Lunge. So, wo haben wir denn noch was? Das war's? Ne, hier ganz hinten, ne? Oh, das ist aber weit weg, ne? Rache der Poeten. Dann das der Plagiator. Der ist aber 1000 irgendwas Meter weg. Das ist so ein bisschen weit, finde ich. Kann ich hier drauf reiten? Missionsziel, ja, da konnte ich mich ganz leicht um was anderes kümmern. Ja, das Spiel selber ist sehr schön, das macht echt viel Spaß, aber man muss echt gucken, ja, dass man da auch was draus macht aus dem Spiel. Assassine sein ist nicht so. Ja, es ist nicht so einfach, ein Assassine zu sein. Man muss oft reisen, man muss die Familie alleine lassen, man muss da Menschen umbringen. Ob das so cool ist, weiß man ja auch nicht. Ne, dann ist das ein ganz schlecht bezahlter Beruf noch. Ohnehin. Ich hätte mir schon längst andere Sachen kaufen können, aber nein, die Bezahlung ist ja auch ein sozialer Mann. Man arbeitet auch mit Menschen, ja? Man ist ja nicht nur für sich, man arbeitet auch mit Menschen zusammen, da muss man kontaktfreudig sein, kommunikationsfähig, empathiefähig vielleicht auch. Oh, das sind so Sachen, die kann nicht jeder. Reiten zum Beispiel. Er kann schon auf dem Kamel reiten. Ja. Das ist es ja, das ist... Ah, das stellen sich alle immer so toll vor, den Job. Aber nein... Ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut, der Job. Also, Kinder. Schlagt euch Assassine aus dem Berufsfeld raus. Das bringt gar nichts. Das bringt überhaupt nichts. Was habt ihr denn davon? Auch, ne? Da hat man ja gar nichts von. Man wird nur gejagt. Ne? Die wollen dir die ganze Zeit an die Eier, die Leute. Da nerven dich Menschen. Vor allem die Ausrüstung. Man verdient schon wenig Geld, aber die Ausrüstung kostet ja trotzdem. Die ist ja nicht unbedingt günstig. Deshalb. Assassine als Beruf. Ich wollte Banker. Ja, was bin ich geworden? Assassine. Verflucht sei Eodor. Bringt nichts. Bringt überhaupt nichts. Wer bist du? Hat Eodorus dich beauftragt? Wenn du ihn befreist. So, gucken. Der Plagiator. Ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Aristo wird zum südlichen Docks. Aristo wird zu den südlichen Docks transportiert. Ich kenne Aristoteles. Aristoteles. Oder so. Oder wie der heißt. Den kenne ich. Aber Aristo? Ist eine Nudelfirma bestimmt. Hat der vielleicht die Nudeln erfunden? Also Aristo Bella Italia. Bella Italia. Oh, da ist er ja. Aristo! Mein Freund! Ich helfe dir! Ich bin ein Freund von Phanus, ein Beschützer. Schlag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da ist nicht! Der da stinkt wie die Pest! Pass auf! Nimm dich in Acht! Sein Haar! Er hat Läuse! Läuse!
So, komm her. Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Mehr Courage als du rettest Achilles. Mich vor meinen täglichen Abreibungen. Achilles ist ja schon fast Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig, ich bitte dich. Ob das Meine Frau jetzt sagte, so gut ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Vorbei? Meine Frau, sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Dieser Eodoros, sind das für ein abscheulicher Mensch. Sind so er konnte nicht ertragen, dass ich ein besseres Buch geschrieben habe. Das könnte ein Zweijähriger Es war ein Spiel. Buch über den Nil, voll wunderbarer Beschreibungen. Und ich kann sehr gut beschreiben, wenn ich das sagen darf. Deshalb hat Eodoros so viel aus meinem Buch gestohlen. Seine eigenen Werke sind geistlos. Er weiß gar nichts über den Nil. Er könnte nicht mal ein Nilpferd beschreiben, selbst wenn es ihm in den Arsch speist. Die Soldaten werden mich umbringen, wenn sie uns finden. Und was wird dann aus meiner geliebten Frau? Sie ist das Licht meines Lebens. Nur mein Buch gefiel ihr nicht. Boah, zu viele klar, Krokodile, sagte sie, womit sie nicht ganz unrecht hat. Trotzdem, Eodoros. Ja, zu viel gekippt, ne? Aristo, hier drüben. Das Boot ist bereit. Wir stechen in See, sobald du an Bord bist. Meine Frau, den Göttern sei Dank. Wir sind da. Jetzt steht der auf! Ich bin so. Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, ich trage ihn den ganzen Tag. Wir haben schon lange geplant, von A nach B und er steht auf! Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Wenn du jetzt läufst, du Arschloch! Er läuft! Am liebsten würde ich mir deine Klinge in. Der Philosoph des Versehens. Was sind das für Missionen hier? Ich habe einen Punkt. Einen Punkt kann ich verlieren. Eins. Eins. Oh, das ist gut. Scheiße, es gibt zwei. Fuck. Mach ich das. Mann, ey. Das ist doch unfassbar! Und wie viel brauche ich denn noch für eine Ausrüstung? Für eine bessere Ausrüstung? Noch. Boah, da noch ein paar von. Fünf davon. Da habe ich. Da brauche ich Holz. Also irgendwo hört es dann auch auf, ne? Ja, übrigens, das hier sind hier Sachen. Welche Tokin at Glogai? Finden, tötet den, oder den Schuldigen. Ich glaube, das sind richtige Spieler. Wenn man irgendwo stirbt, dann werden die von mir noch keine Leiche haben. Auf jeden Fall, das sind auch die Anfänger-Assassinen, weißt du, die einfach sterben. 20. 20. Hier wäre noch eine Mission. 14, das Wiesel. Hungrige Fluss. Das war's. Ich glaube falsch. Oh, das sind aber so weit. Oh, Mann. Oh, die Sache. Manchmal sind die Wege echt ziemlich weit hier. Kann ich da irgendwie hinreisen? Habe ich dann. Da nicht irgendwo einen Tower schon gemacht? Ich denke mal, das ist ein bisschen schneller. Boah, mich fickt gerade das der Gedanke, dass ich einen Typen aus einer Kutsche gerettet habe, ihn tragen musste. Und dann steht er auf und läuft hinterher, wo ich ihn abgesetzt habe. Wie verarscht man mich hier? Das ist unfassbar. Wie? Und ich mach das auch noch mit? Ja?
Ich mach den Dreck auch noch mit. Requirierte Taverne. Gibt immer mal requirierte. Ich muss schon wieder Nase putzen, das ist so. Ich bräuchte ein paar Rehe. Ich bräuchte ein paar Rehe, um wieder meine Ausrüstung ein bisschen stärker zu machen. Ich guck mal eben, ob es hier vielleicht sogar in der Nähe welche sind. So, so Crocodiles. Crocodiles. Was ist los? Das ist Holz, das brauche ich. Ich brauche Holz. Okay, ich vergesse es. Ich vergesse es. Okay. Dann hätte ja sein können, dass ich treffe. Aber nein. Ich treffe. Aber ich kann mir. Ich könnte mir ein Pferd klauen. Einmal durch die Wand reiten. Und dann bin ich schneller da. Was für eine Rückgang. Ach, was für ein Plan. Bin aber auch ein Schlaufuchs, ey. Moin. Das ist aber ein Anwesen hier. Apollodorus Anwesen, ja. Ich arbeite scheiße viel für mein Geld und der hat hier ein Anwesen. Oh, ja. Der alte Herr. Krass. Du, Nap, bist jung. Guck mal, der kann doch nicht mal gerade stehen. Genau richtig. Nur. Weltkarte nicht verfügbar, willst mich verarschen. Klar ist nicht verfügbar. Erreiche den Taubenschlag. Aha. Ach, muss ich jetzt Brieftaube wieder machen? Gibt's das auch schon hier in dem Spiel oder was? Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? So ein Chaos. Ich bin ja auch ein halber Blut. Detektiv. Was ist denn das? Noch frisch. Blut ist noch frisch. Guck, das heißt. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Hm?
Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Arme Ruja. So. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Bei den Göttern. Ruja. Bei den Göttern. Warum nur? Du armes, armes Mädchen. Ach, jetzt muss ich auch noch Detektivarbeit machen. Ah, ich bin einfach der Magi hier in dem Spiel. Das ist einfach. Dymnos, ich suche nach Ruja. Ein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht. Oh. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst... Willst du mich verarschen? Was hast du für ein Knüppel? Das muss der Brief sein. Alter! Was ein aggressiver Bastard, echt. Der läuft aber auch. Oh, der weint bestimmt. War es Dymnos? Ja. Er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welche? Der Brief enthält wichtige Informationen für... Immer diese Menschen... Die denken, wir alle müssen helfen, die könnten alles, die wüssten alles. Nur sie schert sich um die Menschen Ägyptens. Nichts da, ich bin besser, ich bin Assassine. Das ist nicht mein Tod, oder? Das sind zwar Hippos, aber... Das ist nicht mein Tod, okay. Oh, guck mal. Adlerhorst! Das ist gut. Wieso sind hier nochmal Löcher drin? Das sind keine Bienenwaben, oder? Komm, Alter. Du kannst alles hochkratzen, dann kommst du nicht einmal so einen Punkt hoch, oder was? Synchronization. Schön aus hier. Aber bin ich eigentlich noch in meinem Gebiet? Oh. Bin in zwei Gebieten gleichzeitig. Okay. Oh, nein. Ich muss aber nach Alexandria wieder rein. Das heißt, zack, Schnellreise. So, und ich würde dann sagen, mache ich hier auch wieder Schluss, ja? Und wir sehen uns irgendwann mal wieder bei Assassin's Creed. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.